So, Klappe die dritte. Wir versuchen die ganze Zeit, dieses Video hier aufzunehmen. Wir wollen euch jetzt noch mal einmal einen zweiten Teil zu unserem Putzfutz-Reinigungsvideo Johanna, geben. Johanna, das heißt Putzfuchs. Okay, eigentlich Klappe die dritte, vierte. Wie auch immer, es heißt Putzfuchs. Ich habe es so oft falsch gesagt im letzten Video. So, wir machen jetzt keine neue Klappe, wir machen jetzt weiter. Das sind die Tücher vom letzten Mal. Also die sehen aus wie neu. Wir haben die ein paar Mal durchs Wasser gezogen zum Schluss. Dann haben wir die in der Ecke zum Trocknen aufgehangen. Also das ist echt, sind wieder wie neu. Aber nicht dazu. Nachdem wir das Video online gestellt hatten, hat uns der Inhaber von dem Putzfuchs angerufen und uns gesagt, dass dieser Bodenwischer überhaupt nicht dafür geeignet ist, für diese Außenwäsche. Und war so nett und hat uns einen neuen Wischer geschickt. Weißt du gerade, wie der heißt? Haube, ne? Ja, den Namen, den blenden wir irgendwo ins Video ein. Auf jeden Fall sollten wir das nochmal testen und das wäre wohl um einiges besser dafür geeignet. Diese Haube zieht man einfach über einen Swiffer, den man bei dem großen Online-Auktionshaus für ein paar Euro bekommt oder in jedem guten Einkaufsladen. Und bevor wir uns jetzt wieder verquaken, würde ich sagen, fangen wir einfach an. Das ist der Bodenwischer, den wir im letzten Video verwendet haben, der für die Außenreinigung nicht geeignet ist. Ihr seht also ganz normal, für den Boden, für zu Hause kann man den gerne verwenden. Und der hier soll noch besser sein. Das ist so ein Häubchen und das passt, wie gesagt, über diesen Swiffer Bodenreiniger. Das ist so ein Kit, das könnt ihr ganz normal kaufen. Und da drin ist auch dieser Wischer drin. Wir packen das jetzt mal aus. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht, wie man das zusammenbaut, aber wir versuchen es einfach mal. Dann, das sind die Bodentücher und da seht ihr schon den Wischer und ich baue es jetzt mal nicht zusammen, ich zeige das einfach mal. So kann man den hier drauf ziehen und ihr seht, das passt perfekt und ich glaube, es ist auch auf jeden Fall handlicher als der andere Bodenwischer. So, das Ganze ist natürlich aus dem Klicksystem, wie man das vom Zelt kennt. So sieht es dann aus und ich würde sagen, ich hole mal schnell Wasser, einen Eimer und dann fangen wir einfach mal an draußen zu putzen. Und wir haben heute sogar mal Wasserdruck. Das Wasser ist jetzt auch kalt, was ich nehme. Heizung so gar nicht angestellt. Ich mache jetzt ein bisschen Wasser rein, ich denke, das sind so 3 Liter, die ich ungefähr nehme. Also 4 werden wir nicht brauchen. Auf geht's nach draußen. Damit das gute Stück und hier die Haube. Und ich packe sie jetzt einfach mal ins Wasser und ihr werdet sehen, wie schön sie sich voll saugt. Machst du ein Stummvideo? Ja. So, leicht ausbringen, ihr wisst ja nicht zu doll. Kann aber ruhig nass sein, weil ihr wollt ja das Wohnmobil von außen reinigen. So, auf geht's an den Pepper und ihr seht, der Pepper ist heute sogar noch schön sauber. Ihr könnt ja beim letzten Video nochmal nachschauen, wie dreckig der da war. Aber ich versuche das jetzt einfach mal mit diesem Swiffer und der ist auf jeden Fall viel handlicher als der Bodenreiniger, den wir beim letzten Mal verwendet haben. So, Weinsberg. So, Johanna hat das Zepter jetzt abgegeben.
Das Wohnmobil ist ja noch sauber seit dem letzten Einsatz von dem Putzfuchs. Wir haben uns mal was überlegt. Alle anderen testen ja mit Schuhcreme. Hatten wir nicht. Wir nehmen mal einen Lippenstift. Und ich habe hier gerade schön ein Herz ran gemalt und das werden wir jetzt mal versuchen wegzuwischen. Ich darf gerne nochmal einen Kreis drum malen, dass man auch sieht, dass es jetzt aktuell darüber ist. Okay, ich male nochmal was drauf, damit man sieht, dass es wirklich ganz frisch dran gemalt ist. So, dann gucken wir mal, ob das funktioniert hier. Bei Lippenstift, die Frauen, die Lippenstift benutzen, die wissen auf jeden Fall, wie schwer das abgeht. Aber ihr seht, das sieht ganz gut aus. Wir müssen wahrscheinlich gleich noch einmal drüber. Hier sieht man auf jeden Fall die ganzen Reste. So, die sollen wir uns ja noch mal ausbringen, aber wir machen es einfach nach unserer Art. So, ich glaube, wir haben Glück gehabt und unser Wohnmobil jetzt nicht versaut. Das sieht ganz gut aus. Also Lippenstift ist ab und ich könnte noch ein Herz dran malen, aber das lassen wir jetzt mal. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal oben auf dem Dach weiter. Wir suchen uns mal eine Leiter, weil da haben wir noch nie geputzt und gucken mal, wie er sich da schlägt. Kann ich anfangen zu beginnen? Gucken, ich glaube nicht, dass da was passiert. Gibt es ja gar nicht. Es wird tatsächlich sauber. Also ihr seht hier richtig schön, wie dreckig das hier ist. Es wurde, seitdem wir das Fahrzeug haben, noch keinmal gereinigt. Thomas, das darfst du nicht erzählen. Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, dass dieser Dreck da so weggeht. Wahrscheinlich ist der Lappen jetzt ordentlich schwarz. Jetzt habe ich einen Fehler im System. Jetzt muss ich aber erst irgendwie da runterklettern. Lass mal dein Handy laufen. Hier. Ein paar Mal rein und raus gezogen. Und es ist wieder sauber. Es ist lustig. Wahrscheinlich sind wir ein bisschen zu feucht unterwegs. Aber wir machen das ja immer so, wie man es eigentlich nicht soll. Das ist ja stark. Man kann jetzt gerade wirklich schön sehen, wie das Putzfuchstuch arbeitet. Ihr seht den hartnäckigen Dreck, der wirklich schon lange hier auf dem Dach ist. Und wie einfach das jetzt wieder weiß wird. Ordentlich dran hängen. Das Wasser, das ist unten schon sehr dunkel. Also ich ziehe es nur ein, zweimal durchs Wasser durch, dann müsste es wieder sauber sein. Wir unterbrechen das Video auch nicht, damit jeder sehen kann, dass wir da nicht irgendwie zwischenzeitlich was anderes machen. So, ich habe den Lappen jetzt einfach ein paar Mal durchs Wasser gezogen und er ist wieder blitzeblank. Wasser dementsprechend schwarz. So, hier sieht man auch gut die gereinigte Stelle und das vorne, was noch nicht gereinigt wurde, wenn du vorm Lappen filmen willst. Da ist noch alles dreckig. Und das nehmen wir jetzt auch noch mal mit weg. Wir merken es jetzt, was der Lappen so kann. Schöne ist, wir haben auch immer überlegt, wie können wir wohl die Solarplatten sauber machen. Ich denke, dass es mit dem Lappen gleich kein Problem sein wird.
Können wir sowas schon unter Härtetest laufen lassen? Ich glaube dagegen, ja. Dagegen war der Lippenstift vorhin ja gar nichts. Hier, guck dir mal die schwarzen Kanten an. Kommt jetzt natürlich nicht überall hin, aber da wo er hinkommt, dann nimmt er den Dreck gut mit. Wichtig ist halt immer, weil guck mal, jetzt fängt er an zu verschmieren, weil er schmutzig ist. Muss ihn halt immer wieder ordentlich ins Wasser halten. Aber naja, gut. Er ist auch schwarz. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir den Dreck da so wieder abbekommen. Noch mal einmal das Wasser, also ihr seht, das Wasser ist richtig, richtig dreckig. Kann ich ihn hier auch mal abmachen. Einmal abnehmen, das wäre vielleicht ganz gut. Aber ich glaube bald nicht, dass man den noch so... Guck mal, das Wasser, beziehungsweise das, was da dran hängen bleibt, ist, hier ist das Wasser. Ich schätze, wenn man das ausbringt, guck dir das mal an. Das ist echt Wahnsinn. Da sind noch ein bisschen Reste vom Wasser, was jetzt so den Dreck gemacht hat. Aber so richtig... Dreck bleibt in den Dingens nicht drin. Also das Wasser werden wir jetzt mal einmal austauschen, weil wir jetzt einmal die Solarpaneele sauber machen wollen. So, Frau Pigge, haben Sie die Kamera jetzt am Laufen? Ja, jetzt ist sie an. Gut, so, wir haben die erste Platte schon sauber. Nachdem wir fertig waren, ist aufgefallen, dass die Kamera nicht läuft. So, das kam auf jeden Fall von der ersten Platte runter. Machen wir jetzt einmal sauber, dann nehmen wir die zweite. Wir haben ja Gott sei Dank drei, also du darfst noch zweimal vergessen, nee, noch einmal vergessen. Ich darf noch einmal vergessen, aber ich habe ja noch hier zwei Platten vor mir. So, sag bitte, wenn die Zeit hochläuft. Die Kamera läuft. Ich glaube, ich mache gleich einen Abgang mit der Leiter. Also die Solarplatten kriegt man mit Leichtigkeit sauber. Ein bisschen dunkler ist es, ja. Kriegen wir mit der Ladung noch die nächste Platte. Du hast mir gerade das dreckige Wasser über den Kopf gekippt. So, vielleicht solltest du mal hier die Ecken filmen, wo der hartnäckig dreckig ist. Da müssen wir wahrscheinlich nach einmal mit dem normalen Tuch drauf. Aber wir machen hier mal weiter. Solange mein Arm dann noch ist. Ich möchte mal kurz erwähnen, dass ich hier im Fenster hänge, Thomas, und ich kann da hinten leider nicht filmen, aber vielleicht möchtest du mal einmal die Kamera in die Hand nehmen. Ich habe schon Zwiffer in der Hand. Moment. Wir filmen nämlich gerade durch dieses kleine Fenster und so wirklich durchpassen tue ich da nicht. So. Aber... vollen Körpereinsatz hier, ne? So, die Platten sind auf jeden Fall sauber. Da gehen wir gleich nebenher auch noch mal mit dem Poliertuch drüber. Dann sind sie auch noch trocken. Die Ränder, die sind noch ein bisschen dunkel geblieben, aber da kommen wir mit dem Surfer jetzt auch nicht hin. Müssen wir gleich noch mal von der anderen Seite ran. Wir hatten das aber gerade hier schon mal einmal, als die Kamera leider nicht lief. Da sind wir drüber hergestriffen mit der Hand einmal und dann ist es sofort weggegangen. Also ich denke, wenn das gleich trocken geputzt ist, dann ist es wieder blitzeblank. So. Hier an dem Dach haben wir noch mal ein paar Ränder übergelassen, dass man sieht, wie es vorher aussah. Da müssen wir gleich noch mal mit dem normalen Tuch nacharbeiten. Aber im Groben und Ganzen sieht das schon sehr gut aus. Und hier die Ecke, da waren wir noch nicht. Aber man sieht, wenn wir drüber herfahren, passiert da was. Und es bleibt ordentlich dran hängen an dem Tuch.
Johanna, kannst du mal rauskommen aus dem Loch? Hier bin ich und ich habe das Poliertuch. Wieso machst du das Poliertuch nass? Das Poliertuch ist dazu da. Das ist das Reinigungstuch. Probieren wir hier mal die Ecken aus. Wir sind auch zwei Amateurfilmer, ey. Ja. Wir üben noch, nehmt uns das nicht übel. So, jetzt machen wir hier den Rand, dass man sieht, wir müssen ja jetzt nicht alles sauber machen. Wir machen jetzt nur mal diese Ecke. Und es ist blitzeblank. So, wenn du mir jetzt nochmal einmal das richtige Poliertuch geben kannst, können wir es auch nochmal einmal trocken wischen. Okay, ich hole das Poliertuch auf einmal hier durch den Pepper. Und da ist es. So, dann polieren wir das jetzt mal einmal trocken hier. Über so ein kleines Stück. Und dann sehen die Platten wieder aus wie neu. Jetzt darf die Sonne scheinen. Sieht man das ganz schön. Also hier vorne ist noch ein bisschen grün. Und da hinten, da ist es schön sauber geworden. So, Johanna passt da nicht durch und meckert rum. Ich versuche mal hier selber mit dem Handy klarzukommen. Ein Thema, was mich schon lange nervt, ist die Satellitenschüssel. Irgendwo steht, fährt die Satellitenschüssel hoch und man sieht diese schwarzen Streifen hier. Ich hoffe, dass man die damit auch wegbekommt. Und es sieht gut aus. So, es ist sehr dreckig. Muss man wahrscheinlich nochmal zwischendurch ausbringen. Aber man sieht, der Dreck verschwindet sofort. So. Das Ding hätte nicht Putzfuchs heißen müssen, sondern Zaubertuch. So, jetzt lässt die Reinigungswirkung ein bisschen nach, weil das Tuch schon sehr dreckig ist. Jetzt zieht man schon ein bisschen Schlieren, aber die Schüssel ist schon ziemlich sauber. So, Zielwasser getrunken. Können wir es noch einmal nachpolieren, dann ist sie wieder blitzeblank. Da hinten bei dem Schiss, da komme ich noch nicht so ganz hin. Aber das putze ich noch mal in einer ruhigen Minute alles nach. Aber man sieht auf jeden Fall, es funktioniert. So, hier haben wir noch mal das Tuch, mit dem wir gerade die Satellitenschüssel gereinigt haben. Die Seite geht, aber hier sind ordentlich schwarze Flecken. Da habe ich auch ein bisschen doller gedrückt. So, ich würde sagen, wir sind fertig mit dem Putzen heute. Einmal durchgespielt, leicht ausgedrückt, abgeschüttelt, wie neu und bereit für den nächsten Einsatz. Und wir können Feierabend machen. So, jetzt kommen wir nochmal zum abschließenden Fazit. Also nochmal einen großen Dank an den Inhaber von Putzfuchs, dass er uns nochmal den Tipp gegeben hat über das neue Wischtuch, weil das ist Bombe. Das funktioniert wirklich super und ist jetzt unser neuer Liebling. Ich würde sagen, den nutzen wir jetzt häufiger. Ja, auch mit dem Swiffer-Wischer, das geht super. Den Bodenwischer, den wir das letzte Mal hatten, das war Katastrophe. Der ist aber viel zu groß und das kleine Ding ist wirklich kompakt, wendig. Unhandlich mit dem großen Bodentuch. Auf jeden Fall. Der kleine, der schlägt sich wirklich gut. Also
da muss man wirklich sagen, also wer einen super Lappen sucht, zuschlagen, kaufen. Das ist jetzt nicht irgendwie irgendein Artikel, der irgendwie gepusht wird und verkauft werden. Einfach mit, also kauft ihn, er funktioniert. Mehr kann man dazu nicht sagen. Also probier ein Top-Produkt. Wir haben jetzt wirklich einen Härtetest gemacht. Thomas mag putzen, der sonst nie putzt. Und ich würde sagen, das heißt schon sehr viel. Ja, also man bekommt mit dem Lappen wirklich alles blitzeblank. Man muss halt ein, zwei Mal öfter drüber. Mit Chemie geht's, wie im letzten Video schon gesagt, vielleicht ein bisschen besser. Aber nur mit reinem Wasser, also die Wischleistung oder die Reinigungsleistung ist schon wirklich bemerkenswert. Also ein Top-Produkt. Und falls ihr auch Interesse an dem Produkt habt, schaut gerne in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Link zu dem Putzfuchs-Shop. Darüber bekommt ihr 10% und könnt uns auch ein bisschen unterstützen. Wir würden uns darüber freuen. Ansonsten kann man nur sagen, kauft das Produkt. Ihr könnt damit nichts falsch machen. Also es macht auf jeden Fall Spaß, es geht sauber, das ist das Wichtigste. Und schreibt uns auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Putzfuchs-Tücher schon kennt, schon ausprobiert gehabt. Und viel Spaß. Ich habe gehört, dass es bald oder jetzt ganz neu auch Handyhüllen gibt vom Putzfuchs. Vielleicht können wir sowas zukünftig auch mal testen. Handyhüllen? Das wohl funktioniert. Man sei gespannt.